Aloha, meine Lieben, und willkommen zur nächsten Episode. Ich würde die Zahl sagen, ich weiß sie gerade nicht. 17, kann es sein? Ja, doch, 17, so müsste hinkommen. Okay, von 7 Days to Die mit meinen beiden lieben Mitstreitern Zockerrübchen und Zwiebelpeter. Hallöchen. Wir waren hier gerade in der Farm und haben hier jede Menge Mais abgebaut und ich habe euch ein bisschen erschreckt, weil ich mich selber erschreckt habe. Es tut mir leid in der letzten Folge. Und wir sind hier noch kräftig am Looten, ein wenig, I'm sorry. Ja, weil wir haben hier mega viel, wie ihr seht, Mais gefunden. Ich habe schon 255 in der Tasche. Ja, ich habe auch schon ewig viel. Und einer kaspert doch hier irgendwie rum. Ja, hier ist da, irgendeiner. Da läuft, glaube ich, eine Ischi. Oder lief. Nee, da ist sie. Da hinten ist sie auch. 374 Alter, hier gibt es Mais ohne Ende. Hier ist wirklich... Ja. Brauchst du einfach nur durch das Maisfeld durchlatschen und aufsammeln. Habe ich jetzt daneben geschossen? War jemand schon in der kleinen Hütte neben der Farm? Ja. Okay. Ja, ja. Also ich nehme jetzt mal den ganzen Mais hier mit. Wir können uns ja selber Mais anbauen, von daher sind wir ja safe. Sollen wir mal zurückgehen, weil ich glaube, warte mal, also ich bin total voll. Ja, ich bin auch schon voll, aber ich... Boah, Bärmeat, ne? Ich habe gerade eben einen... Der Bär, den wir vorhin getötet haben, der hatte 5 Bärmeat dabei, der hatte 11 von diesen Animal Fats dabei und dann hatte der, glaube ich, auch noch, was war das noch? 17 hatte der sogar dabei. Animal Hide hatte der krass. Auch noch mit dabei. Das war total krass. Aber der sah ganz, das sah ganz traurig aus, als der da lag. Ja, das war ganz doll traurig. Ja, weil der war ganz doll tot. Ja. Bären sind meine Lieblingstiere. Ja, die sind aber auch so scheiße, wenn die dich angreifen. Ja, Bären sind... Ja, aber die greifen ja nur an, wenn sie sich bedroht fühlen, bestimmt. Na, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Kann natürlich sein, dass so frontal in den Kopf 4 Kugeln schon ein gewisses Aggressionspotenzial wecken bei so einem Bären. Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Ja, ich würde wahrscheinlich auch ein bisschen Aufstand. Ein bisschen Aggro machen, wa? Ich würde auch ein bisschen Aggro sein. Guck jetzt mal, ob hier vielleicht Licht jetzt irgendwie tatsächlich Iron Fragment kriegt man hier aus diesen Steinen raus. Ja, ja, kriegst du, wenn du die zerklopst. Ja. Genau. Wieso kann ich ihn jetzt nicht mitnehmen? Achso, es war Small Stone. Also hier ist mal eine gewagte Theorie, aber ich glaube, das war ein Maisbauer. Ja, die ist sehr gewagt, die Theorie, ey. Sehr geil. Was zu beweisen wäre. Ja, sehr interessante Theorie. Gewagt. Ja, werte Kollegin, sehr gewagte Theorie. Ja, so bin ich. Das war ein Leben am Limit. Leben am Limit, genau. Extrem Handkolben-Uprising. Mega geil. So, was kann man jetzt mit dem ganzen Mais machen? Oder Popcorn oder was? Kommt dir jetzt mal was bei Fuß? Vorsicht, Baum. Baum fällt. In welche Richtung? In welche Richtung? What the fuck? Also, ich wollte schon sagen, da ist ja schon wieder irgendwas hier nicht richtig gelaufen. Spack das Spiel da ist schon noch wieder. Ein bisschen Untrod. Vorsicht, Baum. Ich hab, ach so, das haben wir schon. Crossbow Schematic. Muss das noch, nee, das muss noch einer von euch lesen. Wer hat Vorsicht, das denn noch Baum. Nicht gelesen? Brüchen hat es, glaube ich, noch nicht gelesen. Ja, wo? Mein Gott, was macht der Baum denn? Fliegt der denn hin? Hallo? Hier in dem Trash ist das. Warte. Na, der Baum. Guck mal rein. Oder muss ich das noch lesen? Oh ja, ich kann das, aber das kann noch einmal gelesen werden. Ich kenne das schon. Ich glaube, ich auch, aber ich bin. Ja, ich kenne es auch, okay. Hier liegen noch 2 Eier und Federn drin. In dem Ding hier. In dem Bird's Nest dahinter. Kann die noch einer von euch aufnehmen? Weil ich kann keine Eier und Federn mehr aufnehmen. Ja, warte, ich hab noch Eier. Also, ich meine. Lassen Sie das einfach. Bedumpf. Ihr merkt, Leute, es ist spät. Es ist gar nicht so warm heute, aber es ist spät. Es ist spät. Also eigentlich haben wir auch immer eine Ausrede. Noch schlimmer wäre es ja, wenn es warm und spät und wäre. Und spät wäre, genau. Was, wäre was wir so, dann reden würden. Das wäre so das Worst wäre, Case irgendwie. Ja. Hier sind noch Bullet Casings, meine Lieben. Hat jemand die davon, davon dabei? Hat du gemacht den oder wie? Ich habe hier in der Pile of Trash. Ich habe hier Eisen in die Gestein. Ich mache Klopfe und dann komme raus.
kann die nicht mehr. Tu mal raus. Tu mal lieber die Möhrchen, ne? Nein, ich kann die auch nicht mehr mitnehmen. Scheiße. Dann schmeißt du irgendwas weg von eurem Krempel. Ja, ich habe ja keinen Krempel. Stellt was das denn? Sachen dabei. Stellt euch vor, ihr müsstet euch von... Gut, ich meine, das ist mir blöd. Eure Handtasche ausleeren, das klappt wahrscheinlich auch. Ist egal. Ja, das klappt nicht immer. Sag ich ja. Mir hat letztens... Ja? Ich musste nochmal auf Toilette, bevor ich gegangen bin. Und eine Kollegin hat dann gefragt, wer hat denn hier seine Sporttasche auf dem Tisch gestellt? Und da habe ich gedacht, ich sage, Entschuldigung, das ist meine Handtasche. Und dann meinte die nur so, oh, das war sehr lustig. Da ist ein Reh. Da ist ein Reh. Nein, Seesack, ich habe gehofft, ihr seht das nicht. Machst du es kaputt? Ich mach das glatt, ja. Nein. Reh doch. Bleibt da. Spätestens, wenn du dir so einen leckeren Schenkel in den Hals stopfst, also vom Reh, nein. Sagst du, oh, gut, dass ihr es platt gemacht habt. Nein. Nein, ich nicht. Oh, nein. Da kommt ein Bär, da kommt ein Bär, da kommt wo, ein Bär. Wo? Ja, der greift das Reh gerade. Oh, Rübchen, warum hast du den Bär nicht angerufen? Ich glaube, gleich ist er weg. Rübchen ist gleich weg. Oh, yay. Bär ist tot. Mit was für einer Schussding hast du es gemacht? Oh, guck mal, wie das Animal Fat müsstet ihr nochmal mitnehmen, bitte. Ja, ich hab's. Was jetzt haben wir von zwei Bären irgendwie. 47 Heiz oder so. Wie sind die Dinger? Wo ist das fucking Reh? Ich will dieses scheiß Reh haben. Da unten ist das Reh. Ich glaube, das ist... Das fucking Reh. Also, das ist ja schon schlimm genug, das zu töten. Das dann davor auch noch zu beleidigen, ohne zu Ende. So, ach, das Reh habe ich auch noch. So. Das geht gar nicht, Rübchen. So, hier sind nochmal drei Animal Fat bei dem Reh. Ja, ich nehme es auf. Ja, warte. Ich wartet aber bitte auf mich. Ich hab doch Angst im Dunkeln. Oh. Hast du Angst im Dunkeln? Ja. Bitte. Bitte lass mich nicht alleine. Animal Fed. Ja, sehr geil. Ich habe Freunde, 34 Animal Hide, 11 Bear Meat und 8 Venison. Geil, oder? Du bist ja eine wandelnde Fleischtheke, ey. Das ist wohl wahr. Ich kann mich auch bei Rewe an der Theke stellen. Ja. So, Tag Mädels, was ist denn los hier? Hello. So, der mal ein Bier in den Hals. Oh, ich habe ein gebrochenes Bein. Hat jemand. Ich habe einen Splint. Wieso habe ich ein gebrochenes Bein? Du nimmst doch alles mit, oder? Hä? Ich verstehe gar nicht, von was. Hast du ein gebrochenes Bein? Vom Bären? Nee, ich war gar nicht in der Nähe. Der war ja bei mir. Okay. Ja. Ach so. Da war sie ja gar nicht mit dabei. Du bist wieder schreiend davon gelaufen, wahrscheinlich, oder? Ja, klar. Nein. Hä? Das wohl nicht, aber. Achso, geht nicht. Oh, was ist denn? Cornmeal? Ah, ja, Cornmeal. Ah, okay, ich das weiß wir gar nicht, lassen. Wofür man das braucht, Cornmeal. Ja, Cornmeal ist. Brot backen. Zum. Ja. Echt jetzt? Wir gehen mal zurück, oder? Ja. Man kann Brot backen? Keine Ahnung. Gehen wir hier mal querfeld ein, oder was? Über Stock und Stein. Über Stock und Stein. Ich wette, wir sehen ja auch noch Sachen, die wir. Nee, das ist, nicht sehen wollen. Ich lasse mal so viel Metall liegen, ey. Oh, Bücher. Squat. Weg mit den Büchern. So, ich mache jetzt mal in Papier. Peter Stolz. Papier brauchen wir. Och, das hast du jetzt schön gemacht. Hab danke. Ich. Ja, hast du. Ich bin stolz auf dich. Yay. I'm stolz auf dich. I'm very proud of you. Yes, totally. Proud of you. Proud that you smashed the lamp. Uga, uga, uga. Kann man den ja auch kaputt machen? Ich muss mal eben hier die... Ach so, ist gar nicht. Was ist denn jetzt hier überhaupt? Ambach, da ist ja gleich noch... also ist wir ja waren ja Nacht, jetzt ne? auf der rechten Seite, ne? Von der Ding. Da hinten auf der linken auf Seite Fall ist ja auch noch was. Ja, jo. Da ist noch eine Apotheke. Wenn wir hier ganz durchlaufen, dann links rum, genau. Da müssen aber wir haben ja nichts mehr, also ich meine, keinen Platz mehr in the... Nee, nee das wäre das dann beim nächsten Mal. Aber beim nächsten Mal. Ja. Da war ja noch irgendwie eine Apotheke oder sowas. Oh, die unüberbrückbare Pile of Garbage. Alles klar. Einfach drüber springen. Also trotzdem, dieses orangene Krempelzeug löst sich auch ganz schön schnell auf irgendwie. Ja, aber ich glaube, du brauchst halt viel weniger Hits. Ja, also das Zeug hat schon mehr Bums. So ist es ja nicht. Ja, das stimmt. Du musst relativ schnell.
schnell reparieren, das ist wohl wahr. Nee, ich meinte jetzt, das Zeug, ist also effizienter, aber trotzdem löst es sich relativ schnell in seine Einzelteile wieder auf. Das ist wahr. Das ist wahr. Hast du gesprochen, eine wahre Wort. wir haben, glaube ich, auch noch ein paar Filthy Hose im Dings liegen, ne? Okay, hier hinten müssen wir hin. Du hast Kaffee angepflanzt? Ja. Egal, guck mal, hier ist Mais. Ja. Ja, ich weiß. Hätten wir uns ja den ganzen Scheiß in die Tasche stopfen müssen. Ja doch, ist doch gut, weil dann haben wir Ear of Corn für unterwegs. Kann man das aber, hier, was kann man denn daraus craften? Ja, Mais auf den Grill. Schnüdelst und dann kannst du auch irgendwas draus kochen noch. Na, ich mache mal hier ein bisschen Kornmehl. Zum Anpflanzen. Mach mal 10 Kornmehl. Könnt ihr mal hier die, habt ihr noch Woodframes dabei? Ich kann das nicht. Was? Ich habe 4. Ich habe nicht. Ob's reicht. Ja, guck ich mal, habe gar nichts. Hier vorne hochsetzen kannst. Boah, hier bist du ja, wenn du hier einmal irgendwie quer bist, du gleich Vorsicht, aufgespießt. Vorsicht, nicht zu nah dran. Da einen vorsetzen. Ja. Hervorragend. So, ihr müsst es. Oh, nee, das sind 2 zu springen. Mir fehlt einer. Oder warte mal, ich probiere mal mit Anlauf. Mach mal. Fürs Team. Oh. Scheiße. Mhm. Läuft. Warte, ich mach nochmal eben einen. Nee, ich kann nicht, ich bin voll. warte. Wir machen es folgendermaßen. Moment, geh mal beide hier rauf. Geh mal weiter. Ihr müsst nur Anlauf nehmen, Mädels. Warte. Stimmt. Ach, fuck, ich kann ihn nicht aufnehmen. Doch, du musst in die Hocke. Da müsste es gehen. Braun und Jump'n'Run. Ich bin drüber. Du musst nur Anlauf nehmen. Kommst du da wieder drauf? Warte. Ich kann nichts aufnehmen. Scheiße. Ach so, weil du voll bist. Ja, du bist schon drin, ne? Ja, ist ja super. Ja, ich wollte nur mal eben hier. Aber wir müssen die abbauen. Ja, also, das machen wir gleich. Ich wollte eben das Repair-Tool rausholen, damit ich, dann kann ich auch direkt da vorne mal reparieren. Reparation? Ich pack mal eben das Sandwich hier falsch rein. Oh weia, lass das bloß nicht Mutti hören. Nee. Das gibt Mecker. Mecker von Eckart. Mecker mit Eckart. Das hier ist hier noch der, ja, hervorragend. So, habt ihr denn noch Scrap Metal oder so ein Scheiß? Ja, noch 15. Okay. Noch ganz viel. Supply-Kiste, da können die Bullets Och, das fallen. Gibt's doch nicht, ey. Wie sie hören sie Geräusche von draußen. Ja. Geräusche leider. Das ist, Achso, hier können wir gleich mal den Animal Pad. Ja, das habe ich dabei. Moment, ich komme sofort wieder. Habe ich jetzt hier repariert, was kaputt nicht Split. War? Ich wollte ja mal Resource, ich bin schon wieder in Kornmehl. Meinem dann machen wir mal 10 Maismehl. What the fuck ist denn jetzt los? Ich komme jetzt wieder nicht mehr aus meinem Inventory raus. Ey, was ist das? Wie gesagt, das war bei mir letztens auch so. Was ist das denn? ah, jetzt geil, geht's. Ey. Das ist ja total echt? Creepy, ey. Ey, Leute, wir haben 72 Animal Hide. Was? Können wir uns ja mit Leder totpeitschen? hat da jemand Blei? Ja. Wo bist du? Ich stehe an die Schmelzerei. Ja, warte, ich droppe dir mal was. Alter, was geht denn jetzt ab? Skreblet. Ear of Corn? Ah, nee. Oh. Muss ich das kochen? Was in den Maiskolben? Ja. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. Also, dann brauchen wir jetzt 800.000 Wasser. Hat noch jemand doch noch ein bisschen Blei? Also ganz ehrlich verstehe ich das nicht so ganz mit diesen Bleidingern. Ja, warte, ich hab, warte mal, ist das hier Blei? Ja. Ich habe aber nur 2, also ich meine, das ist jetzt nicht... Ist egal, vielleicht reicht es schon für den... Danke dir. Bitte? Für den zweiten Barren. Yeah, hat gereicht. Hervorragend.
Okay, und aus diesem Barrel, nämlich Split, wird man. Wie macht man denn da nochmal Shotgun? Shotgun. Ja, Buckshot. Genau, dann mach doch mal. Crafte doch mal. Das kommt hier rein. Okay. Also aus einem Bleibarren kommen 16 mal Bleikugeln raus. Mhm. Verstehst du? Mhm. Verstehst du? Verstehst du, Mann? Verstehst du oder was? Hat von euch doch jemand Scrap Iron? 12 habe ich, ja. Nee, ich habe keine mehr. Oh, ja, nimm mal das Vengeance-Rahmen. Tu die mal in den rechten Ofen. Ja. Iron Ingot Mold drin. Man muss ja mal sagen, dass das Bärenfleisch ja doch relativ delikat aussieht, ja? Schon ein bisschen nach Filet. Mhm. So, ja, möchte ich nur mal angemerkt haben. Weitermachen. Okay, ich suche eigentlich jetzt noch den Rest vom Schwarzpulver. Hier, Gunpowder. Ich habe noch jede Menge Papier und 9-mal Gunpowder. Ja, alles klar. Ich mache jetzt nämlich hier Shotgun Shells. Maximum 16 Stück, oder? Gehen noch mehr? Nee, wa? Ich werf dir mal Gunpowder runter und Papier auch. Papier ist da ja auch noch ewig viel, ne? Wie viel Munition hast du noch, Billy? Ich habe noch 178 Iron. Nein, ich meinte, entschuldige bitte, ich meinte für die... Und 8 Shotgun Shells. 8 Shotgun Shells. Okay, pass auf. Hier, look at this. Kannst du welche machen oder was? Ist ja geil. Ich hab schon. Hier, bitteschön. Habt ihr beide eine Shotgun oder was? Ja. Geil. Ah, okay. Das ist ja cool. Bräuchtest du ja auch nochmal eine, wa? Ja, aber ich glaube, haben wir noch genug Teile? Ich glaube nicht, oder? Cloth Fragments habe ich hier auch noch am Start, ey. Müssen wir mal schauen. Scheiße, wo sind die Cloth Fragments? Was, und mit dem Mehl kann man aber noch nichts machen, oder? Kann das sein? Ich wüsste nicht, was man damit macht, ehrlich gesagt. Die Wood Spikes, die tue ich aber mal, also die Wood Spikes, die tue ich mal in die Kiste Supply hier. Ich muss mal jede Menge Bottled Murky Water. Kann mir jemand Woodlocks noch geben? Woodlocks, ja. Wie viele brauchst du? Ja, eine Menge. Ich will jetzt ein bisschen Murky Water abkochen in dem ganz linken. Kannst du da einfach mal was reintun dann? Ach so, warte. Murky Water, ganz linken, wenn ich davor stehe, ne? Von hier, ne? Ja, genau. Ja. Ja, guck. Super. Weil das ganze Mais, das ganze Mais. Für den ganzen Mais brauchst du meine Güte. Brauchst ich hab Sprache. Alles wird gut. da braucht man pro Maiskolben ein Wasserdingen. Okay. Und da wir ja jetzt eine Trilliarde Maiskolben gesammelt haben. Ja, ich habe da auch nochmal nachgelegt. Ich habe noch 20 Woodlocks im Tash. Ja gut, weil wir brauchen hier 20 Minuten bei dem Murky Water. Ja, kein Ding. Also, was wir was wir bräuchten für noch eine Shotgun wäre ein Stock. Und ich glaube, wir haben keinen mehr. Eine Shotgun. Schade. Stock haben wir nicht mehr? Ah, doch. Hier ist noch einer. Doch. Warte mal. Ich glaube, der lag in der falschen Kiste. Das kann gar nicht sein. So, und damit ich kenne, möchtest du doch da bestimmt auch eine Lampe dran haben. Wenn das möglich ist. Ja, schätze, dann würde ich dich ja nicht fragen. Ne? So, bitteschön einmal de Pümpkün. De Pümpkün. De Pümpkün. Einmal reparierte Pümpkün. Hier, wo ist sie? Da ist sie. Halt, nicht bewegen, bitteschön.
Cool. So, Billy, jetzt musst du auch noch mal ein bisschen Munition opfern. Ja, for what? What? Na, für, was muss ich opfern? Für Queenie. Was muss ich denn genau opfern? Shotgun-Munition. Bitteschön. Machst du 7 Stück? Dann müssten wir alle so auf 14 ungefähr sein. Drop. Hier ist gedroppt, hier vorne. Dankeschön. So, und damit wäre die Folge auch schon wieder vorbei. Was, ehrlich? Ja. Ganz wow. Mein Gott. Ungelogen. Also ich habe auch, wie gesagt, noch eine Pistole dabei, falls mal einer in Nöten ist und die Muni leer ist. Ich habe nicht mehr so... Oh, doch, 13. Das geht noch. Oh Gott, wo kommen denn jetzt diese... Da. Ach so, ich bin dran, ne? Ja, ja. Gottes Willen. Aber ich habe übrigens Kartoffeln, ja. Ich habe gerade Potato Seeds noch gefunden. Halt, Potato Seeds bitte mir geben, Ja doch, wo bist du denn? Damit wir die anbauen können. Wo bist du denn? Wo bist hier. Du denn? Ihr seid alle voneinander weggelaufen, das war sehr lustig. Bitteschön. Herrlich. Dann können wir die nämlich anbauen. Oder kann ich die anbauen in der nächsten Folge? Das ist sehr geil. So, meine Lieben. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und wir werden wahrscheinlich jetzt unsere Aufnahmesession beenden und dann wieder in eine neue Aufnahmesession gehen, weil es ist jetzt nach 11 in einer Arbeitswoche für uns alle. Ja, yeah. Genau. Das, ja, aber ja, ich gebe. Aber ja. Aber ja. Ich gebe das Wort an meine Mitstreiter. Vielen Dank für diese doch sehr unterhaltsame Aufnahmesession. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. Danke. Ja, auf jeden Fall, ey. Und danke an die Entwickler für dieses geile Spiel, was echt absolut fucking süchtig macht. Das ist so krass. Ja, das muss ich auch echt mal sagen. An die Leute, das ist ziemlich geil, die das entwickeln. Und das müssen wir auch mal irgendwie an die bringen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das Spiel ist so genial. Es macht so, ist fucking süchtig. Es ist echt überhaupt nicht mehr zu glauben. Ja, es ist schon krass auf jeden Fall. Ja, richtig krass. Unglaublich. Danke dafür, Leute, dass ihr so ein geiles Spiel entwickelt. Echt mega. Werden sie jetzt wahrscheinlich nicht ganz verstehen, aber ja, kommt egal, ja, dann sollen sie mal Deutsch lernen. Genau. Dann sollen sie mal Deutsch lernen. Ups, Moment. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis dann. Bis dann. Hallo. Ciao.